Sobald andere Personen mit unserem Code arbeiten, ist es sinnvoll, zuvor die Schnittstellen zu dokumentieren. Doxygen ist ein sehr hilfreiches Tool, was man dafür verwenden kann, und Sie werden sehen, dass das sehr ähnlich zu dem Java-Doc ist von Java. Wie man damit arbeitet und wie man den Code entsprechend dokumentiert, das erkläre ich in diesem Video. Wir haben bisher auch schon dokumentiert, allerdings hauptsächlich den Quellcode, und zwar über Code-Kommentare. Und die erhöhen einerseits natürlich die Lesbarkeit und liefern weitere Erklärungen zu dem, was Sie da geschrieben haben, insbesondere für den Autor und die Autoren, aber auch für andere Teammitglieder. Jetzt geht es aber hauptsächlich darum, unsere Module und die Schnittstellen dazu zu dokumentieren. An der internen Implementierung von einer Klasse ist ja letztendlich ein externer Nutzer nicht interessiert. In der Regel steht die auch gar nicht zur Verfügung. Aber jemand, der mit ihrem Framework interagiert oder mit ihren Objekten, interagiert ja immer mit der öffentlichen Schnittstelle, also mit den öffentlichen Methoden, und die sollten grundsätzlich immer umfassend dokumentiert sein. Und Doxygen erlaubt diese automatische Generierung von der Dokumentation auf Basis spezieller Kommentare und gibt das Ganze dann in HTML oder als PDF oder irgendeinem anderen Datenformat aus. Und Doxygen ist so ziemlich das relevanteste Dokumentationstool für diverse Sprachen: C, C++, C#, PHP und Python. Und in Java gibt es das auch, da nennt man das allerdings JavaDoc. Und Sie werden feststellen, Doxygen und JavaDoc sind syntaktisch extrem ähnlich. Ja, das heißt, da wurde sicherlich das eine vom anderen inspiriert. Doxygen können Sie bei doxygen.org runterladen. Da gibt es Versionen für Windows, Mac OS und Linux. Das ist also tatsächlich ein Tool, wo Sie dann das Projekt angeben und dann wird entsprechend die Dokumentation gelesen und eine Ausgabe erzeugt. Zeige ich gleich auch nochmal eine Demo zu. Die vollständige Dokumentation sehen Sie hier unter dem zweiten Link. Und was jetzt folgt, ist wirklich nur eine sehr kurze, beispielhafte Einführung. Es gibt zwei Arten von Kommentaren in Doxygen. Das eine ist wirklich genauso wie in JavaDoc. Ja, das heißt, Sie beginnen einen mehrzeiligen Kommentar mit einem Slash, zwei Sternen, und dann kommt dieser Kommentar. Und diese Beschreibungen von Elementen werden dann entweder direkt über den Methoden oder über den Klassen angegeben. Das ist tatsächlich 1:1 so wie in Java. Es gibt aber noch so einen einzeiligen doxischen Kommentar, der besteht dann aus drei Slashes und einem kleiner Zeichen. Und das sind eben einzählige Kommentare, die kann ich beispielsweise hinter so ein Attribut schreiben, ja, wie man das da in diesem Beispiel sieht. Und das hat halt den Vorteil, dass das Ganze viel kürzer, viel kompakter ist. Ja, das heißt, gerade wenn Sie Attribute beschreiben, bietet sich eigentlich dieses zweite Format an. Dann gibt es innerhalb dieser Kommentare verschiedene Kommandos, die eine besondere Bedeutung haben, und die werden entweder mit einem Backslash oder viel üblicher mit so einem Add-Zeichen eingeleitet, gefolgt von dem Kommandonamen und gegebenenfalls Parametern. Und hier haben wir so ein Beispiel, das ist also die Doxygen-Kommentierung eines Konstruktors. Da kommt oben so eine ausführliche Beschreibung, dann gibt es mit AddBrief eine Kurzbeschreibung, die dann auch in der Übersicht sichtbar wird, und dann haben wir hier AddParam, gefolgt von dem Parameternamen und einer Beschreibung, was dieser Parameter eigentlich darstellt. Und hier sind so die wichtigsten Parameter, auch die kennen Sie wahrscheinlich von JavaDoc: AddBrief, AddParam, AddReturn, AddAuther, AddVersion, AddPar. Und gerade Param und Return, das sind so die Sachen, die Sie sehr oft benutzen werden, und AddBrief natürlich auch. Hier mal ein etwas größeres Beispiel, das ist so eine Methode, die soll dann die euklidische Distanz zwischen zwei Objekten berechnen. Hier gibt es dann also eine Brief-Darstellung, es gibt so eine Detaildarstellung, dann gibt es hier zwei Parameter, Graphics Object 1 und 2, ne? Das sieht man, das sind also so zwei Referenzen, und der Return-Wert ist die euklidische Distanz zwischen den beiden. Und das ist also eine sehr umfassende und sehr gute Doxygen-Dokumentation. Und wenn ich das dann durch die Software schicke, dann kommt am Ende sowas hier raus. Ja, ich habe also tatsächlich dann hier den Text als schön formatierte HTML-Seite, sogar hier mit einer entsprechenden Formeldarstellung drin. Und derjenige, der jetzt tatsächlich mit Ihrem Code arbeitet, versteht dann sofort,
was diese Funktion macht, ohne die interne Implementierung von Distance zu kennen. Ja. Es gibt auch einen entsprechenden Wizard, der hilft Ihnen dann, das möglichst einfach durchzuführen. Es gibt dann also eine bequeme, geführte Erstellung der Dokumentation. Die Erläuterung finden Sie dann hier unter diesem Link. Ja. So, und jetzt ist noch die Frage, in C++ haben wir sowohl H- als auch CPP-Dateien, also Header- und Source-Dateien. Und da ist eben die Frage, wie teilt man das eigentlich aus? Und die Konvention ist eigentlich, alles, was zu der Schnittstelle gehört, was also für Außenstehende notwendig ist, wird in der Header-Datei dokumentiert. Und alles, was intern wichtig ist für das interne Entwicklungsteam, wird in der CPP-Datei implementiert. Sie können nämlich bei der Generierung der Dokumentation durchaus differenzieren, ob das nur öffentliche Methoden sind oder auch private. Und für die interne Dokumentation ist sicherlich auch die Dokumentation der internen Methoden interessant. Und das kann man, wie gesagt, im Expert-Menü sehr, sehr genau einstellen. Das ist ein extrem gut konfigurierbares Software-Tool. Wenn Sie jetzt im Rahmen meines Moduls das Praktikum absolvieren, dann wird ab jetzt tatsächlich eine durchgängige Dokumentation erwartet. Also Sie sollen sowohl die Schnittstelle dann dokumentieren, als auch besondere Teile der Implementierung wie üblich kommentieren. Also Doxygen ersetzt keine Code-Kommentierung. Wenn Sie irgendetwas in Ihrem Code programmieren, was einer Erklärung bedarf, sollten Sie weiterhin auch mit Code-Kommentaren arbeiten. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber noch in einer Demo an, also rein in den Code. Hier haben wir so ein kleines Testprojekt. Das ist ziemlich simpel. Ich habe es jetzt auch nicht durchgehend kommentiert. Das ist nur rein zu Demonstrationszwecken. Wir haben also hier so eine Klasse Person, die hat einen Namen und ein Alter und hier so eine Kurzbeschreibung. Und dann wird hier eine Funktion printOutputRepeat deklariert. Ja, die gibt jetzt den Namen der Person n mal aus. Das ist eigentlich jetzt keine sinnvolle Funktion. Wir haben die aber in der Header-Datei kommentiert, weil das eben die Schnittstelle nach außen ist. Wir wiederholen diese Kommentierung also jetzt nicht nochmal in der CPP-Datei. Okay, dann schauen wir uns mal Doxygen an. Also hier sind wir schon beim letzten Schritt. Moment, ich mach's nochmal auf. Also hier ist Doxygen. Doxygen möchte zunächst einmal das Projekt haben von uns. Ja, das suche ich mal ganz kurz raus. Also wir haben ja hier an dieser Stelle das Testprojekt. Da hole ich mir mal ganz kurz den Pfad, so, choose, und gebe das jetzt hier ein und dann drücke ich Next. Und jetzt kann ich eben sagen, was soll denn hier eigentlich gemacht werden? Also nur dokumentierte Entitäten exportieren oder alle Entitäten. Ich kann es für verschiedene Sprachen optimieren. Ich kann sagen, wie es ausgegeben werden soll, als HTML, vielleicht auch als LaTeX. Oder RTF, Manpages, XML und so weiter. Dann kann ich hier noch einen Diagrammgenerator benutzen. Ja, und dann sage ich Run und jetzt wird hier das Ganze ausgeführt und ich sehe also hier den Fortschritt und bekomme nun in einem HTML-Ordner so eine komplette Webseite hier generiert. Und da kann ich jetzt beispielsweise auf Index.html gehen, das ist also jetzt die Basisdokumentation, und mir zum Beispiel eine Klassenliste geben. Jetzt sehe ich zum Beispiel bei Person habe ich hier entsprechend diese Brief Description in der Klassenliste drin. Klicke ich mal drauf, dann habe ich hier die Member-Funktion und ich habe jetzt hier meine PrintOutputRepeat-Methode. Die gibt mir dann auch hier diese Brief Description. Jetzt gehe ich da drauf und sehe auch hier, hatte ich den Parameter kommentiert und den Return-Wert. Ja, also man hat hier eigentlich eine recht anschauliche Übersicht über das ganze Projekt und ich habe auch hier die Header-Dateien eingebunden und so weiter. Also Doxygen ist so ziemlich der Industriestandard, wenn ich jetzt ein C++-Programm dokumentieren möchte. Ja, und das war auch schon das Video zu Doxygen. Wie gesagt, eine sehr kurze Einführung. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, auch mal sich die Website anzugucken und die Dokumentation. Die ist wesentlich ausführlicher und wie gesagt, ab sofort würde ich empfehlen, dann Ihre Projekte auch mit Doxygen zu kommentieren.